Ja, liebe Freunde, wir sind hier mit Hand of Blood bzw. dem guten alten Max bei der ESL-Meisterschaft in Duisburg. Wir haben was Kleines vorbereitet, nämlich ein Quiz zu League of Legends. Der Mann kennt sich vielleicht nicht ganz so gut damit aus wie ich, aber wir wollen ihn eine faire Chance lassen. Ihr bist halt Timo Main, ne? Ja, dementsprechend hasst man mich auch. Mit einem neuen Skin sehe ich. Ja. Boxhaus-Skin. Das Product Placement am Rande. Danke nochmal an Boxhaus für die 2 Millionen. Wir verwenden das ordentlich. Definitiv. So, gehasst werde ich schon genug jetzt. Cool. Wollen wir anfangen? Ja, gerne. So, also liebe Freunde, ich habe hier ein kleines Quiz für euch. 5 Fragen, wahr oder falsch, gibt es als Antwortmöglichkeit. Das Thema ist League of Legends. Und oh, die erste. Kommt hier öfters vor. Und die erste Frage lautet: Vel'Koz kam vor Jinx raus, wahr oder falsch? Wahr. Nee, oh, warte. Falsch, dann sage ich falsch. Nee, ich glaube wahr. Und es ist falsch, Punkt für Buddy. Übrigens, der Gewinner kriegt meinen Kanal. Ja. Aber kleine, ich meine, die Läufe echt, kleine Nebeninfo. Vel'Koz ist der einzige Champ, der wirklich gebalanced rauskam. Der wurde erst nach einem halben Jahr angegangen. Bisschen gebufft. Hört. Da lernen wir auch noch. So, jetzt habe ich auch einen Punkt, oder? Ja. Habe ich auch einen Punkt. Okay, Frage Nummer 2. Cassiopeia ist Katarinas Schwester. Wahr oder falsch? Cassiopeia. Unglaublich. Da sage ich falsch. Ich bleib dabei. Ist falsch. Falsch. Ist richtig. Hä? Ja. So. Das Spiel steht der Kanal auf dem Spiel. Bitte Google-Fragen, liebe Freunde. Hä? Katarina und Timo sind Erzfeinde. Richtig oder falsch? Muss ich wahrscheinlich als erstes. Ich sag richtig. Falsch. Dann ist es falsch. 1-1. Das Hass kommt in mir hoch. Traumhaus. Wenn man mit A Card Miss Fortune spielt und sich backportet, erscheint vor ihr ein Fernseher. Dort muss sie ein Papagei abschießen. Sie schafft es allerdings nicht und dann erscheint Gangplank und lacht sie aus, worauf Miss Fortune den Fernseher kaputt schießt. Wahr oder falsch? Wahr. Das kann nur wahr sein. Wer denkt sich sowas aus? Lawfacts Folge 26 kommt das vor, es war. Und ist es wahr? Hör mal, da hat er hier die Quelle direkt parat. Wahnsinn. Die entscheidende Frage. Oh. Das heißt, wir müssen. Was ist, wenn wir beide gleich. Okay, machen wir dann. Ja, dann teilt ihr euch auf dem Kanal. Dann teilen. Alles klar, kein. Ja, ich sag ja, Bescheid bei den Leuten, ne? Okay. Deinen Mitarbeitern wird das, ja. Hand of Butt. Jetzt frag, komm. Timo stirbt pro Sekunde ca. 75 Mal. Wahr oder falsch? Ich hatte den Fact auch mal, aber wie oft er am Tag stirbt. Ist bestimmt. Pro Sekunde, sagst du? Jetzt müsste ich rechnen. Ich sag wahr. Du sagst wahr? Ich sag wahr. Verlass mich auf meine Intuition. Shit, Alter. No risk, no fun. Also ich glaube... wie gesagt, ich hatte den Fact mal am Tag und ich glaube, es kommt hin. Ich sag aus, wahr. Ist das wahr? Ja. Dann Punkt für beide, das ist wahr. Okay, teilen wir uns den Kanal. Müssen wir uns teilen, du. Alles klar, schickst du mir die Google Mail-Adresse von dir? Definitiv. Überweist dich ein als Admin, Paypal-Adresse dann? Ja, definitiv. Also, Dauerauftrag, ja. Ja, jeden Monat machen wir das so. Gut, cool. Ja, soweit von hier. Bis dahin. Ciao. Lohnt.